Das Leben und das traurige Ende von John Holmes, John Holmes Documentary. John Holmes wurde am 8. August 1944 als John Curtis Estes in der kleinen ländlichen Stadt Asheville, Ohio, etwa 18 Kilometer südlich von Columbus, geboren. Er war das jüngste von vier Kindern der 26-jährigen Mary June Holmes, aber der Name seines Vaters, des Eisenbahnarbeiters Carl Estes, ist in seiner Geburtsurkunde leer gelassen. Mary hatte Edgar Harvey Holmes geheiratet, den Vater ihrer drei älteren Kinder, Dale, Edward und Anne. Mary änderte Johns Nachnamen von Estes in Holmes, als er ein Kind war. Als Holmes 1986 vor einer Reise nach Italien zum ersten Mal einen Reisepass beantragte, stellte ihm seine Mutter Berichten zufolge die handschriftliche Kopie seiner ursprünglichen Geburtsurkunde zur Verfügung, wodurch Holmes erfuhr, dass sein leiblicher Vater Carl Estes war. Als Kind genoss Holmes eine Atempause von seinem turbulenten Familienleben, als er seine Großeltern mütterlicherseits, John W. und Bessie Barton, besuchte. Mary ließ sich von Edgar scheiden, als Holmes ein Kleinkind war, und zog mit ihren Kindern nach Columbus, wo sie mit einer Freundin von Mary und ihren beiden eigenen Kindern in einem Wohnungsprojekt mit niedrigem Einkommen lebten. Die beiden Frauen arbeiteten als Angestellte und Kellnerinnen, um ihre kleinen Kinder zu unterstützen. Als Holmes 7 Jahre alt war, heiratete seine Mutter am 31. Dezember 1951 Harold Bowman. Kurz darauf zogen Holmes und seine Familie aus Columbus und ließen sich in der kleinen Stadt Pataskala, etwa 27 Kilometer östlich, nieder. Holmes erinnerte sich, dass Bowman ein guter Vater war, bis Holmes jüngerer Halbbruder David geboren wurde, woraufhin Bowman Berichten zufolge das Interesse an seinen Stiefkindern verlor und anfing, sie zu vernachlässigen. Holmes verließ sein Zuhause im Alter von 15 Jahren und trat mit schriftlicher Erlaubnis seiner Mutter in die Armee ein. Die meisten seiner drei Jahre seines Militärdienstes verbrachte er in der Bundesrepublik Deutschland im Fernmeldekorps. Nach seiner ehrenvollen Entlassung im Jahr 1963 zog Holmes nach Los Angeles, wo er in einer Vielzahl von Jobs arbeitete, darunter den Verkauf von Waren von Tür zu Tür und die Pflege der Bottiche in einer Coffee-Nips-Fabrik. Während seiner Tätigkeit als Krankenwagenfahrer lernte Holmes im Dezember 1964 eine Krankenschwester namens Sharon Gebenini kennen. Sie heirateten am 21. August 1965 in Fort Ord, Kalifornien, nachdem Holmes 21 Jahre alt wurde. Im April 1965 fand Holmes Arbeit als Gabelstaplerfahrer in einem Fleischwarenlager in der Nähe von Kudai. Die wiederholte Exposition gegenüber der eiskalten Luft in der großen begehbaren Gefriertruhe, nachdem er draußen die heiße Wüstenluft eingeatmet hatte, verursachte jedoch schwere gesundheitliche Probleme, die während der zwei Jahre, die er dort arbeitete, dreimal zu einem Pneumothorax der rechten Lunge führte. Sharon hatte auch gesundheitliche Probleme, da sie in den ersten 17 Monaten ihrer Ehe mit Holmes dreimal eine Fehlgeburt hatte. John Holmes war für die Erwachsenenfilmindustrie das, was Elvis Presley für den Rock'n'Roll war. Er war einfach der König. 1971 begann Holmes' Karriere mit einer Erwachsenenfilmreihe, die um einen Privatdetektiv namens Johnny Vadd herum aufgebaut wurde und von Bob Chin geschrieben und inszeniert wurde. Der Erfolg des Films Johnny Vadd erzeugte sofort eine Nachfrage nach Fortsetzungen, so dass Chin im selben Jahr mit Flash of the Lotus nachlegte. Die meisten der folgenden Johnny Vadd-Filme wurden von Chin geschrieben und inszeniert und von der in Los Angeles ansässigen Firma Freeway Films produziert. Mit dem Erfolg von Deep Throat, 1972, Behind the Green Door, 1972, und The Devil in Miss Jones, 1973, wurden Pornos schick, obwohl ihre Legalität immer noch heiß umkämpft war. Holmes wurde während dieser Zeit wegen Zuhälterei und Anstiftung verhaftet, aber er entging der Gefängniszeit, indem er angeblich Informant für das Los Angeles Police Department wurde. In den späten 1970er Jahren soll Holmes als Pornodarsteller bis zu 3000 US-Dollar pro Tag verdienen. Zu dieser Zeit wurden sein Kokainkonsum und sein Freebasing zu einem immer ernsteren Problem. Beruflich beeinträchtigte es seine Fähigkeit, eine Erektion aufrechtzuerhalten, wie aus seiner schlaffen Leistung in Insatiable, 1980, hervorgeht.
Um sich und seine Drogensucht zu ernähren, wagte Holmes sich in die Kriminalität, verkaufte Drogen für Banden, prostituierte sich sowohl an Männer als auch an Frauen, beging Kreditkartenbetrug und verschiedene kleinere Diebstähle. 1976 lernte Holmes die 15-jährige Dawn Schiller kennen, die er pflegte und missbrauchte. Nachdem er Geldnot hatte, zwang er sie zur Prostitution und schlug sie oft, was er mindestens einmal in der Öffentlichkeit tat. In dem biografischen Dokumentarfilm Erschöpft, John C. Holmes, The Real Story von 1981 von der Regisseurin und Holmes-Vertrauten Julia St. Vincent behauptete Holmes während eines Interviewsegments, dass er mit 14.000 Frauen Geschlechtsverkehr hatte. Die Zahl war tatsächlich von Holmes erfunden worden, um sein schwindendes Image zu retten. Die wahre Zahl der Frauen, mit denen Holmes während seiner Karriere Sex hatte, würde nie bekannt werden. Ende 1980 stellte ein gemeinsamer Freund Holmes Chris Cox vor, dem der Nachtclub Odyssey gehörte. Im Gegenzug stellte Cox Holmes Eddie Nash vor, einem Drogendealer, der mehrere Nachtclubs besaß, darunter das Starwood in West Hollywood. Zur gleichen Zeit war Holmes eng mit der Wonderland Gang verbunden, einer Gruppe heroinsüchtiger Kokainhändler, die für das Reihenhaus in der Wonderland Avenue im Stadtteil Laurel Canyon von Los Angeles so genannt wurden, von dem aus sie operierten. Holmes verkaufte häufig Drogen für die Gang. Nachdem Holmes mehr als seinen Anteil an den Drogen der Bande konsumiert hatte, geriet er in Schwierigkeiten mit der Bande. Im Juni 1981 erzählte Holmes den Anführern der Bande, David Clay Lind und Ron Launius, von einem großen Vorrat an Drogen, Geld und Schmuck, den Nash in seinem Haus hatte. Holmes half bei der Organisation einer Hausinvasion und eines bewaffneten Raubüberfalls, der am Morgen des 29. Juni 1981 begangen wurde. Obwohl Holmes während des Überfalls nicht anwesend war, vermutete Nash anscheinend, dass er daran beteiligt war. Nachdem er Holmes gezwungen hatte, seine Teilnahme zu gestehen und sein Leben und das der Familie von Holmes bedroht hatte, schickte Nash Vollstrecker und Holmes los, um sich an der Bande zu rächen. In den frühen Morgenstunden des 1. Juli 1981 wurden 4 Mitglieder der Bande ermordet und ein 5. schwer angeschlagen und dem Tode nahe in ihrem Reihenhaus aufgefunden. Holmes war angeblich während der Morde anwesend und hinterließ einen linken Handabdruck über dem Kopfteil eines Opfers, aber es ist unklar, ob er an den Morden beteiligt war. Holmes wurde befragt, aber aus Mangel an Beweisen freigelassen. Er weigerte sich, bei der Untersuchung mitzuarbeiten. Nachdem er fast 5 Monate mit Schiller auf der Flucht verbracht hatte, wurde Holmes am 4. Dezember 1981 in Florida von den ehemaligen Morddetektiven der Los Angeles Police Department Frank Tomlinson und Tom Lange festgenommen. Holmes wurde nach Los Angeles ausgeliefert und im März 1982 angeklagt, alle 4 Morde persönlich begangen zu haben. Nach einem 3-wöchigen Prozess wurde er von allen Anklagepunkten freigesprochen. Mit Ausnahme der Missachtung des Gerichts am 26. Juni 1982. Nach seiner Entlassung aus dem Los Angeles County Jail wegen Missachtung des Gerichts im November 1982 nahm Holmes seine Filmkarriere schnell mit einer neuen Generation von Pornostars wieder auf. Seine Drogensucht hielt immer wieder an, und obwohl es immer noch reichlich Arbeit gab, war sie nicht mehr so lukrativ wie mit dem Aufkommen billiger Videobänder, die den Pornomarkt gesättigt hatten. Die meisten der Spielfilme und Videos, die er in den 1980er Jahren drehte, waren kaum mehr als Cameo-Auftritte. Im Februar 1986, 5 oder 6 Monate nach dem negativen Test, wurde Holmes als HIV-positiv diagnostiziert. Laut seiner zweiten Frau Laurie Holmes behauptete er, er habe nie Injektionsnadeln verwendet und habe Todesangst vor ihnen. Im Sommer 1986 wurde Holmes ein lukrativer Deal von Paradise Visuals angeboten, der nicht wusste, dass er HIV-positiv war, nach Italien zu reisen, um seine letzten beiden Pornofilme zu drehen. Holmes vorletzter Film war The Rise of the Roman Empress für Regisseur Riccardo Schicchi. Der Film spielte Holmes, die spätere italienische Parlamentsabgeordnete Ilona, Cicciolina, Staller, Tracy Adams, Christoph Clark und Amberlin. Sein letzter Film war The Devil in Mr. Holmes mit Adams, Lin, Karin Schubert und Marina Hetmann.
Diese letzten Filme sorgten für Furore, als später bekannt wurde, dass Holmes sich bewusst dafür entschieden hatte, seinen Co-Stars seinen HIV-Status nicht preiszugeben, bevor er für die Dreharbeiten ungeschützten Sex hatte. Holmes wollte die wahre Natur seiner angeschlagenen Gesundheit nicht enthüllen und behauptete gegenüber der Presse, dass er an Darmkrebs leide. Holmes heiratete Laurie Rose am 23. Januar 1987 in Las Vegas, nachdem er ihr anvertraut hatte, dass er AIDS hatte. Während der letzten 5 Monate seines Lebens blieb er im VA-Krankenhaus am Sepulveda Boulevard in Los Angeles. Am 13. März 1988 starb Holmes im Alter von 43 Jahren an AIDS-bedingten Komplikationen, die laut seiner Sterbeurkunde als Herz-Kreislauf-Stillstand und Enzephalitis aufgrund von AIDS beschrieben wurden, verbunden mit Lymphadenopathie und ösophagealer Kandidose. Sein Leichnam wurde eingeäschert und seine Witwe Laurie und seine Mutter Mary verstreuten seine Asche vor der Küste von Oxnard, Kalifornien. Auf Wiedersehen, John Holmes.